Leo Lausemaus will nicht teilen. Leo Lausemaus ist überglücklich. Der Papa hat einen Sandkasten in den Garten gebaut. Nun kann Leo mit seinen Rittern nach Herzenslust spielen. Das wird der Weg zu meiner Burg, beschließt Leo und zieht seinen Rechen durch den Sand. Leider hält Leos Freude nicht lange an. Seine kleine Schwester Lilly hat sich zu Leo in den Sandkasten gesellt und möchte unbedingt die grüne Schaufel haben. Nein, Lilly, die kannst du nicht haben, ruft Leo eigensinnig und versucht, Lilly die Schaufel wegzunehmen. Die Mama kommt gerade in den Garten. Leo, du könntest ruhig die Spielsachen mit Lilly teilen, sagt sie. Nein, Lilly! Kaum ist die Mama weg, fangen Leo und Lilly wieder an zu streiten. Leo will seine Sachen einfach nicht mit Lilly teilen. Die Schaufel gehört mir, schimpft er und schubst seine kleine Schwester. Lilly fällt nach hinten und plumpst mitten in die schöne Sandburg. Auweia, jetzt weint Lilly. Das hat Leo Lausemaus nicht gewollt. Zum Glück hat sie sich nicht wehgetan. Leise sagt er, Entschuldigung, Lilly. Ah! Wegen dir ist meine schöne Sandburg kaputt, Lilly, schmollt Leo und geht in sein Zimmer. Lilly folgt ihrem großen Bruder. Nanu, was macht Leo denn da? Er räumt schnell alle Spielsachen zusammen. Nein, Lilly, damit darfst du nicht spielen. Sicher machst du nur wieder was kaputt, ruft Leo. Meine Spielsachen! Am nächsten Tag im Kindergarten spielen die anderen Kinder fröhlich miteinander. Doch Leo beachten sie gar nicht. Was ist denn da los? Leo Lausemaus sieht nicht gerade zufrieden aus, obwohl er jede Menge Spielsachen bei sich hat. Das gehört alles mir, flüstert er Teddy zu. Weil Leos Mama heute noch in die Stadt muss, darf Leo den Nachmittag über bei seinem Freund Max bleiben. Leo ist gerne bei Max zu Besuch. Deine Mama backt immer so leckeren Kuchen, schwärmt Leo. Du kannst mein Stück auch noch haben, Leo, bietet Max an. Leo staunt, wie freundlich Max doch ist. Lecker! Dann spielen die beiden in Max' Zimmer. Mensch, Max, du hast aber tolle Spielsachen, sagt Leo begeistert. Am besten gefällt ihm die Holzeisenbahn. Ich habe auch so eine, aber mein Zug hat nicht so viele Anhänger. Max nimmt einen Anhänger und gibt ihn Leo. Den schenke ich dir, erklärt er. Max ist wirklich nett und er teilt auch gerne seine Sachen mit Leo Lausemaus. Danke, Max! Nur den neuen Radlader möchte Max nicht an seinen Freund Leo ausleihen. Den hat er nämlich gerade erst zum Geburtstag bekommen. Max sagt nein, als Leo damit spielen möchte. Aber schau nur, Leo packt einfach heimlich den Radlader in seine Tasche, als Max gerade nicht hinsieht. Leo Lausemaus, was machst du denn da? Zu Hause wundert sich die Mama über den neuen Radlader. Leo, woher hast du den? Fragt sie. Leo stammelt, von Max. Er hat mir so gut gefallen, da habe ich ihn mitgenommen. Die Mama kann es nicht glauben. Ohne Max zu fragen? Leo, das geht doch nicht. Den bringst du sofort zurück. Leo? Mit angelegten Ohren macht sich Leo auf den Weg zu Max.
Wie soll er seinem Freund erklären, dass er den Radlader einfach mitgenommen hat? Max ist so nett, er hat mir Kuchen abgegeben und mir sogar einen Anhänger für den Holzzug geschenkt. Als Max die Tür öffnet, hält Leo den Radlader in den Pfoten und bleibt einfach nur stumm. Max freut sich, dass Leo ihm seinen Radlader zurückbringt. Den habe ich schon überall gesucht. Nun ist es an Leo, alles zu erklären und sich zu entschuldigen. Längst hat er eingesehen, dass er nicht richtig gehandelt hat. Die kleine Lausemaus ist froh, als Max seine Entschuldigung annimmt und ihm die Hand reicht. Du bist doch mein Freund, Leo. Entschuldigung. Am nächsten Tag im Kindergarten ist Leo kaum wiederzuerkennen. Fröhlich spielt er mit seinen Freunden und als sie alle zusammen Ringelreihen tanzen, singt Leo laut und munter. Wer teilen kann, hat ja viel mehr Spaß. Das ist wohl wahr, du kleine Lausemaus.